Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo, liebe Leute. Willkommen zurück zu Snowtopia. Ich dachte, eine Folge mache ich doch. Ich nehme ja gerade fleißig am Stück auf, weil ich einfach Spaß habe mit dem Spiel. Wollte jetzt aber dann eine Pause machen, damit ich euch auch mal die Chance gebe, Kommentare zu schreiben, auf die ich dann rechtzeitig antworten kann. Ja, es tummeln sich da einige Grüne herum, nachdem wir die Schwierigkeit erhöht haben auf Blau, hier in dem Fall, nachdem es da doch einige auf die Fresse gelegt hat. Glaube ich, kommen die besser zurecht, wenn das jetzt Blau und nicht mehr als Grün ausgeschildert ist. Genau. Und deswegen tummeln sich da jetzt einige Grüne herum, die eigentlich keinen Bock oder nicht wissen, was sie zu tun haben im Moment. Deswegen bauen wir doch einfach mal was. Ich würde sagen, fix geklemmter 2S-Lift sollte passen. Ist nämlich für die Attraktivität auch ganz gut und es ist ein garantierter Spaß, wie es da steht. Schauen wir mal, vielleicht kriegen wir ja was hin. Wenn wir das von da bis daher bauen, sollte an sich machbar sein. Vielleicht darüber hätte ich dann den Vorteil, dass ich dann auf der Seite die Piste bauen kann. Dann machen wir eine schöne breite Piste, ne, für unsere begabten Skifahrer. Da fahren wir vorbei. Da ist grün, da ist blau. Blau ist nicht gut. Blau ist nicht gut. Blau ist doch, wir wollen doch kein Blau. Wir wollen doch nicht, dass es blau ist. Ja, okay, ich meine, ein bisschen blau muss wohl sein. All in all sollte das passen. Hier wird es blockiert durch den Schlepplift. Ich weiß nicht, ob wir vorbeikommen. Geht sich das aus? Zählt das? Komme ich da irgendwie durch? Frage für einen Freund, sonst muss ich die ein bisschen enger machen. Ich weiß nämlich nicht, ob das ausreicht. Das reicht nämlich in manchen Fällen einfach nicht aus. Das heißt hier, das kann nicht zugegangen werden. Aber schauen wir uns das mal an. Vielleicht klappt es ja. Das wäre doch eine süße kleine Strecke, ne? Mit ganz wenig Blauanteil. Für alle Dummies unter uns. Und eine richtig schöne breite Strecke. Eine Erweiterung, natürlich. Und die Bauma, die wird als grün beschildert. Sie ist ganz wenig blau. Ein Hauch von blau. Ja, sehr schön. Und sie ist zugänglich. Das ist doch schön. Yeah, für all meine grünen Freunde, ne? Dass die auch Spaß haben da. Ja, ist irgendein Roter mit, verdammt, dresche ich euch. Ihr habt so eine eigene Strecke. Das ist wirklich für die ganzen Fahranfänger da. Sehr schön. Oh Gott, da kommen Erinnerungen hoch an die Zweier-Schlepplifte. Da kommen Erinnerungen hoch. Hatte ich mal einen Skiunfall mit diesem Tellerlift, mit diesem Zweier. Damals im Skikurs noch. Da ging nicht wie hier, sondern so richtig steil ging es rauf. Und oben ist es ja dann so, dass man, wenn man oben ankommt, entweder nach links oder nach rechts da auf den Hang fährt. In dem Fall ging es nach rechts auf den Hang und ich saß links. Und weiß noch, dass ich mir gedacht habe, normalerweise lasst er den Ding aus, also das Teller unter dir oder diesen Zughebel da, den man da sieht, den lasst du ja aus. Und gehst hinterm Zughebel vorbei. Und ich dachte, wozu wart, bis der Zughebel vorbei ist? Ich gehe doch vor dem Zughebel vorbei. Und ja, setz an. Und bleib aber hängen mit dem Knie am Zughebel. Und der schleppt mich den Berg mit drauf. Und ich hänge halt am Knie da oben. War halt super lustig wahrscheinlich für meine Klassenkollegen, die das gesehen haben, wie ich da hänge und mitgeschliffen wird. Für mich war es eine Ewigkeit, aber ich glaube, im Endeffekt waren es halt ein paar Meter, bis der Lift Hannes das gecheckt hat und dann abgedreht hat. Aber das war, ja, war schon durchaus eine Aktion. Ärger verletzt habe ich mich nie beim Skifahren.
Ja, gestürzt natürlich schon auch, aber nichts zu krasses, sage ich mal. Schon wieder Feuer, was geht denn da ab? Wieso ist denn da permanent Feuer? Beim Vierers S-Lift. Wobei es variiert durch, es ist mal da und mal da. Ja, grün beschildert und grün wahrgenommen, das ist doch schon mal schön. Wahrgenommene Rot. Okay, genau, das war die Sache. Das war wahrgenommen. Ach, mittlerweile auch blau. Also es variiert auch durch. Die war ja mal grün wahrgenommen, mittlerweile blau. Aber selbst als Schwarze kommen die Leute nicht zurecht. Und weiß ich echt nicht, was ich den Leuten sagen soll, außer Schwarz. Achtung, hier gefährlich. Mehr kann ich echt nicht tun. Ja, da sind ein paar, die sich überschätzen. Das kommt natürlich auch sehr häufig vor beim Skifahren. Dass man sich halt mal schnell überschätzt und sagt, ja, come on, ey, hier, schwarz, ne, für den Arsch, geht eh meistens noch flach. Aber wenn du unten stehst, denkst du dir, boah, das ist doch da sehr nett, das ist doch sehr flach da. Und das wird sich da schon ergeben da oben. Ja, und dann stehst du da oben und kriegst die Hosen voll, weil du dir denkst, ach du Scheiße, was für ein Gefälle. Was haben wir denn da eigentlich? Die Gondel bauen wir nicht, wir wollen uns die Piste anschauen. Durchschnittliches Gefälle 13, maximal 35. Ja, geil, und minus 5. Ja, da ist wirklich alles vertreten. Ich finde es auch geil, wie so knapp die Gondel da vorbeizischt. So, Vorsicht Leute, Köpfe einziehen. Hier kommt die Gondel. Ja, nice. Was ich übrigens offscreen gebaut habe, ist, nachdem ich gesehen habe, wie viele Leute da rumhampeln. Und ich meine, es geht. Also habe ich es gebaut. Eine Skiwachthütte da rein. Was noch origineller ausschaut, ist hier eine Suppenküche. Die verbessert nämlich so ein bisschen die Attraktivität. Und ich glaube, da kann es nicht helfen, nicht schaden, dass wir ein bisschen mehr Attraktivität kriegen, um den Ruf auf 3 Sterne zu kriegen. Und ja, deswegen steckt das hier so mitten im Gebäude drinnen. Auch eine schöne Auslastung, schön viel Besucherzahlen. Und das hier auch permanent ausgelastet, eine große Hütte. Weiß nicht, warum die Attraktivität hier minus 20 ist. Es liefert Energie, Nahrung und Wärme. Und ja, ist richtig nice, wird richtig viel besucht von den Leuten. Also so unattraktiv kann es gar nicht sein. Ist einfach ganz nett, bevor man Ewigkeiten wartet, dass man sich halt hier schon ein bisschen vorwärmt quasi. Gibt ja auch viele Leute, die beim Skifahren einfach nur rauffahren, die ziehen sich quasi den Skianzug an, um cool zu wirken, und dann hauen sie sich halt gleich direkt mit dem Lift rauffahrend hin auf die Skihütte und trinken einen Jagertee oder was auch immer und fahren dann wieder runter total besoffen. Diese Leute verstehe ich nicht wirklich, weil ich finde, wenn man schon auf einer Skihütte ist, also wenn man schon beim Skifahren ist, dann sollte man auch Skifahren. Und da sollte man das auch ausnützen. Wird ja immer teurer, der Spaß. Und dann verstehe ich nicht, dass man einfach nur rauffahrt und quasi Après-Ski macht, ohne jemals Ski gefahren zu sein. Kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Ja, dazu macht mir einfach Skifahren selber zu großen Spaß, um dann irgendwie dumm rumzusitzen. Und vielleicht cool wirken zu wollen. Ja. Das sind unsere Pisten dabei. Unsere 5. Da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welche euch am besten gefallen. Ob es da irgendeine gibt. Unsere erste. Number 1, die breite in blau. Oder die schmale daneben, die durchschnittliche Piste. Die, glaube ich, die wenigsten Besucherzahlen hat, wenn man sich so die Werte anschaut, hinkt die eigentlich ziemlich nach. Obwohl ich sie, wie gesagt, durchaus nice finde, weil sie schön abwechslungsreich ist. Noch abwechslungsreicher ist natürlich die rote, die lange, diese mega lange, die wir uns da gebaut haben. Wo es auch haufenweise Leute zerlegt, aber gut, ich meine, die ist halt auch schon als rot ausgeschildert. Die kann ich jetzt nicht noch krasser machen. Die ist nämlich eigentlich, wie ihr hier seht, grün und blau zum großen Teil. Also da müsste ich ja schon fast sagen, hier grüne Leute dürfen überhaupt nicht mehr rauffahren.
Und die Blauen dürfen auch nicht drauf fahren und das ist nur für rote Leute. Aber das geht leider nicht. Also man kann sie nur ausschildern, aber ob sich dann die Leute dran halten oder nicht, ist im Endeffekt deren Sache. Ist ja in echt auch so. Da kannst du ja auch nur schwarz draufschreiben und wenn dann ein Fahranfänger meint, da rüberfahren zu müssen, dann ist das halt so. Du musst halt damit dealen, du musst halt dann Skiwachten aufstellen, um oder viele Radtracks, um halt zu gewährleisten, dass die alle abgeschleppt werden. Ja, die ist ganz neu. Unsere Dummy-Pisten selbst, da haut's die Leute auf die Fresse ohne Ende. Da werden wir doch auch noch eine Skiwachthütte hinstellen. Für alle komplett Unfähigen. Ich meine, okay, jeder hat mal angefangen. Aber schon lustig, wie es einem da auf die Fresse hauen kann. Minimales, maximales Gefälle 10 Grad. Das hier ist wahrscheinlich das steilste. Naja, kann man halt auch nichts machen. Die ist halt wirklich schon sehr anfängerfreundlich. Und schön breit. Also theoretisch dürfte da nichts passieren, aber wenn man sich anschaut, wer da alle wieder rumliegt, ist das halt echt übel. Ja, schreibt es gerne in die Kommentare, welche euch am besten gefallen von unseren Pisten. Die Nummer 1 oder die als zweite gebaute oder als zweite, die noch steht. Oder die mega Steilpiste, die ich am coolsten finde, weil die das hübscheste Panorama hat. Mit diesem Gebirgsee. Die Leute hassen sie. Hauen sich da voll auf die Rübe. Vor allem da unten, weißt du? Hier, wo es am flachsten ist, hauen sich alle auf die Fresse. Was soll denn das? Ja, so kann es ja nicht klappen mit der Zufriedenheit. Oder die Nummer, die Panoramastrecke, sag ich mal. Auch gepflastert mit Leichen. Die rote, die mega lange. Mit dem lustigen Lift in der Mitte, der durch den Schnee führt. Oder die Nummer 5, die ganz neue. Die Deppenstrecke, das Idiotenhangerl. Möchte man sagen, wir fährten eher. Ja, okay. Alles klar. Skier Nummer 16.444. Respekt. Also das war eine geile Taktik. Eine geile Technik. Ja, machen wir ein paar so. Vielleicht sollte man da noch drüber patchen, aber ich spiel's am Release-Tag. Deswegen seht's danach, wenn es da irgendwelche Probleme gibt. Und sie sollten meiner Meinung nach auch ein bisschen dran schrauben, dass es nicht so viele Leute zerlegt auf einer grünen Piste. Auf dem Idiotenhangerl. Nicht formuliert. Ja, schön über 1000 Leute dabei. Bin am Überlegen, was ich noch so reinpacken könnte, ob ich vielleicht generell noch mehr Werkstätten aufstellen sollte. Weil da sehen wir Wartung angemeldet, hier sehen wir Wartung, Wartung, Wartung. Das liegt wahrscheinlich, habe ich zuerst auf die Pistenraupen geschoben, aber eigentlich müsste das ja an den Werkstätten liegen, die einfach ausgelastet sind. Jetzt ist die Frage, ob man vielleicht mehrere Werkstätten bauen soll, um dem Ganzen Herr zu werden. Vielleicht auch hier drüben noch eine Werkstatt hinballert. Mag halt auch nicht zu viele Gebäude haben, aber eventuell wäre das gar nicht so verkehrt, dass man noch eine dritte Werkstatt hinbaut. Da würde ich ganz gerne sagen, in welche Richtung das schauen soll. Ich mag es auch nicht auf einer Piste direkt haben, weil ich glaube, dann zählt das ja nur für diese eine Piste. Kann ich mir vorstellen.
da bringt es vielleicht gar nichts, wenn es da hinten ist. Da haben wir eben schon zwei. Also vielleicht baue ich es daher und ich wünschte, man könnte halt Gebäude drehen, weil so macht es halt irgendwie überhaupt keinen Sinn, dass die halt, dass das halt dorthin zeigt. Dass das quasi in ein anderes Gebäude rein zeigt. Aber okay, egal. Bauen wir da halt die Werkstatt hin, dass wir es haben. Dann sind wir näher dran am Geschehen, was die Pisten hier betrifft. Ich glaube, dass es zum Warten wichtig ist, dass man es unten wartet, weil oben gibt es ja kein Symbol, oben gibt es kein Wartungssymbol. Sonst hätte ich gesagt, baut man hier überall noch Werkstätten, aber die Wartung muss ja offenbar da unten erfolgen. Auch hier wieder schade, dass man es nicht sieht. Weil wenn man sehen würde, wo die Wartung erfolgt, dann wäre das Ganze ein bisschen einfacher, wenn man dann wüsste, wo man es hinbauen soll. Die Leute fahren trotzdem noch immer durchs Gebäude, auch das ist unschön. Aber ja, wir müssen es halt da herstellen. Hilft nichts. Und da wird auch repariert. Gut, gut, gut. Gute Sache. Zum Forschen. Isolierte Sitze sind gerade in der Forschung. Wir sind schon recht gut dabei. Fünf Abnutzung. Aber mehr Speed. Mhm. Machen wir das. Da oben können wir nichts mehr erforschen, außer die 6-Personen-Gondel. Ganz hinten. Das ist ein bisschen seltsam. Da geht nichts mehr. Hauen wir da die Reibungssensoren rein, weil dann können wir da noch durchaus was forschen. Von den... Was ist denn das? Skilifte, Reibung für was? Steht nicht da. Kuppelbarer 1er Schlepplift. Brauchen wir eigentlich nicht. Isolierte Sitze. Isolierschaum ist sehr viel bequemer. Ja, sehr schön. Plus 0,1. Ja, mei. Ne? Beheizung hilft sicher auch. Antifrostsystem können wir auch noch reinklatschen. Ich glaube, dass wir die roten hier nicht freischalten können. Aber zumindest alles, was da noch so machbar ist, werden wir dann noch machen und noch freischalten. Ist aber durchaus mit Ende bedacht. Also viel Forschung gibt es ja dann nicht mehr so. Naja. Läuft aber auf jeden Fall nicht schlecht. Also immer noch permanent über 1000 Leute. Da bringt was Geschlossenes. Ja, okay. Wegen der Wartung. Jetzt ist alles mit Wartung versehen. Also, bisschen krass. Reparatur im Gange. Arbeitsgeschwindigkeit ist eigentlich erhöht, aber es dauert halt Ewigkeiten so zu reparieren. Reparatur im Gange 100%. Also der repariert hat permanent, ne? Und die irgendwie nicht, der hat 10% Reichweite, der hat 78% Reichweite. Die reparieren nicht und er schon. So repariert vielleicht nur einer? Kann es sein? Also das wäre halt ein bisschen dämlich. Ich meine, wir haben jetzt 5 Lifte. Und irgendeiner meldet hat, also alle melden im Moment an, dass sie halt Wartungsprobleme haben. Sobald einer gewartet wird, kommt der nächste dran. Und die machen nichts. Sehe ich das richtig? Attraktivitätssicherheit, Arbeitsgeschwindigkeit. Ich sehe aber nicht, was die kürzlich gemacht haben. Sie hat nur das 100% Reparatur im Gange. Ich sehe aber nicht, was da passiert. Die Reichweite, das mit den 10% ist ja ein bisschen beschissen, oder? Das ist seltsam. Also gerne in die Kommentare. Dass da permanent alle kaputt sind. Ihr seht ja, der hat gerade noch funktioniert.
und ist auch schon wieder Reparatur angemeldet. Also vielleicht habe ich es auch schlechter gemacht, dadurch, dass ich hier die Werkstatt hingehaut habe. Vielleicht war die vorher eh produktiv. Und ist es jetzt nicht mehr, weil es jetzt eine andere Werkstatt gibt, aber... Verstehe es halt nicht so ganz. Wir bräuchten halt mehr Leute. Und da ich die Werkstatt nicht vergrößern kann, mit mehr Freiwilligen oder größerem Platz, kann ich ja nur eine zweite hinballern. Also, Schwierig. Schwierig. Schauen wir mal, was passiert, wenn ich da jetzt einer her war. Reichweite ist vorhanden, Reparatur ist im Gange. Jetzt bricht die ab, oder was? Ist da nur mal 70%. Die war gerade mitten am Reparieren und ist es jetzt nicht mehr? Weil jetzt eine neue da ist? Ja, okay, das ist aber dämlich. Das ist aber ein Bug. Also ich meine, man sieht ja da mit den Hütten, die können ja auch funktionieren, wenn mehrere da sind. Aber offenbar funktionieren die Werkstätten nicht, wenn mehrere da sind. Die Pistenraupen funktionieren, die sind schön am Werkeln und am Tun. Die Arbeiterunterkunft, da reicht auch eine. Bei der Werkstatt reicht offenbar auch eine, aber wir brauchen ja viel mehr Pflege und Wartung. Also, das ist verbuggt. Die Werkstätten müssen sie noch verbessern. Weil ja, bringt das nicht so viel. Derweil ist halt ein Lift permanent defekt. Dann lohnt es sich auch nicht, da großartig noch mehr hinzubauen. Weil es ja eh defekt ist. Ja, da muss ich eh eine Aufnahmepause machen. Ein bisschen Zeit ins Land streichen lassen. Schauen, ob eine neue Erweiterung kommt. Also eine Verbesserung. Bugbehebung. Das ist natürlich auch nice hier. Die Meldung. Rufzeichen. Ohne Inhalt. Unter 1000 Leute. Aber ja, es ist auch permanent alles kaputt. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass es besser wird, wenn ich jetzt irgendwo woanders hin der Werkstatt klatsche. Ich meine, wir können es probieren, das ist das weitest entfernte hier. Wenn ich da jetzt in der Werkstatt hinballer, bin ich gespannt, ob die was tut, ob da was passiert, ob hier repariert wird. Okay, da passiert was auf jeden Fall. Kurzzeitig. Ja. Reichweite 7% ist halt so. Ja. Trotzdem passiert was. Okay. Wie sieht es jetzt bei den anderen aus? Passiert jetzt auch noch was? Die hängt bei 70. Und da passiert noch was. Aha. Also wird das hier offenbar gerade gewartet. Richtig? Wartung im Gange. Dann können wir übrigens bei Heizung und die Bremsen reinhauen. Erhöht die Abnutzung, aber was soll passieren, ne? Noch mehr Abnutzung. Hauen wir da überall noch die Upgrades rein, sofern sie verfügbar sind. Deswegen haben wir sie ja. Das ist auf jeden Fall im Gange, dauert halt ein bisschen. Ja, vielleicht ist das dann auch ausreichend. Werkstatt, Antifrost, aha, mehr Reichweite, weniger Bewegungsgeschwindigkeit. Ja, welche Bewegungsgeschwindigkeit? Da bewegt sich hier nichts. wo ist die Maus? Da.
Da wuselt so viel herum, dass ich die Maus nicht mehr sehe. Ja. Also offenbar arbeiten gerade zwei. Ja, kann ich das im Grunde auch zerstören? Braucht man ja dann nicht. So schade es auch ist, ne? Antifrostsystem haben wir auch überall rein. Naja, dann mache ich hier mal einen Cut an der Stelle. Würde ich sagen, ich möchte gern da oben noch eine Werkstatt hinballern. Eine machen wir noch. Gern da oben, also hier irgendwo. Ja, da von mir aus. Das ist nämlich auch noch ein schön weit entfernter Ort, weil dann, das könnte doch klappen, dass die drei dann parallel arbeiten. Ich hoffe, dass jetzt nicht wieder heißt, geht doch nicht parallel. Auf dem Weg. Und jetzt ist die Reparatur im Gange. Reichweite immerhin bei 54%. Ja, da ist die Reparatur immer noch im Gange. Jetzt passiert aber nichts mehr. Jetzt hängt die bei 72%. Das ist buggig. Das ist total verbuggt, Leute. Das ist total verbuggt. Je mehr man baut, desto mehr Probleme schafft man sich. Jetzt steckt das hier wieder. Obwohl das so weit hinten ist, dass das nie im Leben abgelöst wurde durch das hier drüben. Kann mir keiner erzählen. Die steckt auch noch. Und die steckt auch. Gerade haben noch zwei gearbeitet. Und durch die neue arbeitet jetzt nochmal eine. Ja, meine Güte, das ist absoluter Bullshit. Absoluter Bullshit. Wenn ich die jetzt wieder entferne, ist die Reparatur dann da im Gange? Nein. Gut, dann entfernen wir das auch. Da ist auch irgendwie nichts im Gange. Das zerstören wir auch. Dann haben wir halt nur noch die eine. Und die sollte doch eigentlich funktionieren, oder? Und offenbar repariert hier überhaupt nichts mehr. Das heißt, weiß nicht, ob jetzt alles komplett gebuggt und gecrashed ist, aber es ist bissel mühsam. Jetzt haben wir überhaupt keine Werkstatt. Dann bauen wir uns einfach eine neue her. Eine frische, neue, unverbrauchte Werkstatt mit zwei Freiwilligen. Ja, go, go. Ihr schafft's das. Reichweite 48%, ja mal. Weißt du, wie man es macht, macht man es falsch. 48% ist halt dämlich. Ist halt absolut dämlich. Dann müssen wir die doch wieder daher setzen. Da war es, glaube ich, am besten, oder? Klatschen wir die dann in die Mitte rein. Ein letztes Mal. Weiß mal zu, Reichweite 95%, das klingt doch hervorragend. Durch das Antifrost-System ein bisschen weniger. Jo mei, müssen wir jetzt durch. Mit dem vollen Gebirge, sag ich. ja, ich kann schon nicht mehr reden. Mit den vollen Gebäuden da oder so. Was ist denn das hier? Keine Forschung im Gange, ist aber sowieso gerade irgendwie defekt. Interessant. Ich hinterfrage das alles nicht mehr.
Aber ich erwähne sie nochmal, bevor wir jetzt die Folge abgeben. Early Access, das heißt, da kann durchaus noch oder wird noch Bugfixing reinfließen. Würde mich überraschen, wenn es anders wäre. Freue mich auf jeden Fall. Schaut auch nice aus hier. Freue mich auf jeden Fall, wenn es weitergeht. Hab großen Spaß an dem Spiel, trotz der Bugs. Hofft ihr auch. Und ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wie es euch bisher gefällt. Und wie wir weitermachen sollen. Wir haben hier jetzt diesen einen Spot. Aber wir können ja natürlich noch mehr Gebäude hier machen und mehr Pisten. Also da wird sich zum Beispiel vielleicht noch eine hier ausgehen oder da hinten vielleicht noch da vorbeiführen. Das wäre auch noch eine Idee. Das wäre noch ganz cool, wenn da noch eine hergehen würde, wäre Platz. Da ist nicht nur so viel Platz. Das wird wahrscheinlich eher schwer werden. Da wird es mit den ganzen Gebäuden auch ein bisschen knapper werden. Notfalls müssen wir die Gebäude in die Mitte packen, dann wird sich da noch eine ausgehen. Und dann sind wir da aber schon so ziemlich am Maximum jetzt noch, vielleicht mit zwei weiteren. Und dann können wir ja daher gehen, da ist es so schön unverbraucht. Keine Leute da. Die werden sich auch denken, hey, wie wäre es, wenn bei uns mal ein Skigebiet entsteht. Und das könnte man natürlich auch machen. Genauso wie hier drüben. Oder generell eine neue Map anfangen. Das könnt ihr ja alles in die Kommentare schreiben, wie ihr wollt, dass es da weitergeht. Ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich Bugfixes abwarte. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Snowtopia. Ich freue mich schon darauf, Leute. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, dass ihr Spaß hattet. Auf jeden Fall, ich habe es zu Release gekauft. Entwickler unterstützen, schadet niemals. Gerade bei so süßen, coolen Indie-Spielen, die man sich immer schon gewünscht hat, wie so einem Ski-Resort-Tycoon. Das ist schon echt, echt was Nettes, wenn man seine eigenen Dinge kreieren kann und sein eigenes Skiparadies erstellen kann mit diesen selbstgebauten Strecken und die dann so verlaufen lassen kann, wie man möchte. Das macht schon echt viel Spaß. Echt cool. Und das Rumgewusel ist auch cool zum Zusehen. Gut, dann bin ich raus, sage euch vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.